Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Traumbewusstsein. Ich kritzel das mal hier wieder hin. In der letzten Folge, hier seht ihr immer noch das Bild von der letzten Folge, ich habe es ein bisschen schon mal geändert, habe ich das Thema angesprochen, die verschiedenen Faktoren, die die Klarheit beeinflussen können, die verschiedenen Lebensumstände. Und ich habe auch öfter mal das sogenannte Lucid Living erwähnt. Ja, also wenn man besonders gut klar träumen möchte oder wenn man das Klarheit, die Klarheit besser verstehen will, dann sollte man sich auch damit beschäftigen. So mit dem Gesamtkonstrukt, mit dem gesamten Leben, was Klarheit im gesamten Leben bedeutet. Und ich habe ja auch auf die Umfrage verwiesen, die diese Faktoren feststellt, also hier sei nochmal daran erinnert, für diejenigen, die noch nicht daran teilgenommen haben, die können dann später nochmal an dieser Umfrage teilnehmen, wenn sie Lust haben. Jetzt aber geht es um Lucid Living und ich werde euch schon mal jetzt sagen können, dass ich das Thema auch in dieser einen Folge nicht vollständig abdecken kann. Das ist einfach zu viel. Aber der Einstieg. Und wir nennen das jetzt mal Lucid Living. So. Und ich fange am besten an mit einem Gleichnis. Denn dieses Gleichnis hatte ich letzt in einem Traum erzählt bekommen. Als ich mich zuvor, also bevor ich eingeschlafen bin, habe ich mich gefragt, wie kann man denn eigentlich jede Nacht oder jede Nacht bis jede zweite Nacht einen Klartraum haben? Wie kann man so eine ständige Grundlage, Erfolgsgrundlage haben, mit der man gut arbeiten kann. Und dann kam dieses Gleichnis, so als Antwort vom Traum. Und der Traum hat mir, im Traum wurde mir erzählt, dass das mit den Anfängern oder auch mit den fortgeschrittenen Klarträumern folgendermaßen abläuft. Es ist wie, wenn sie einen Berg besteigen. Und dieser Berg, der hat einen bestimmten Gipfel und da oben, da ist eine besonders tolle Berglandschaft. Die ist sehr attraktiv und die macht einfach sehr viel Spaß, dort viel zu erleben. Vielleicht einen anderen Pinsel nehmen. Und die Leute, die pilgern auf diesen Berg hoch, besteigen ihn ab und zu mal und dann erleben sie was Schönes und steigen wieder runter. Ein anderes Mal kehren sie wieder. Versuchen nochmal den Berg zu erklimmen, aber es funktioniert nicht irgendwie, vielleicht haben sie eine andere Tagesform. Aber sie verstehen es eigentlich gar nicht, weil sie haben doch das gleiche gemacht wie vorher, dieselbe Route genommen, dieselbe Vorbereitung getroffen. Was ist anders? Sie verstehen es nicht. Ganz anders sind die schon erprobten, sozusagen Klarträumer, wenn man das Beispiel nimmt. Die leben einfach auf diesem Berg, die klettern hier einfach täglich. Und sie haben sich dort ihr Leben eingerichtet. Sie kehren nicht zurück, wenn sie einmal auf dem Gipfel waren. Und sie kennen sich aus mit der Umgebung, mit dem Gebirge. Ihr Interesse ist gar nicht nur, den Gipfel zu erreichen, so ab und zu, und dann wieder nach Hause zu gehen. Ihr Interesse ist das Gebirge selbst. Ja, und wenn man das mal auf die Klarheit bezieht, bedeutet das, dass es einfach unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Die einen, die wollen einfach mal so Klarträumen und ansonsten beschäftigen sie sich überhaupt nicht mit der Klarheit am Tag oder so. Oder vielleicht nur so ab und zu sozusagen als kleine Vorbereitung. Und die anderen, die wirklich versiert sind, die wirklich extreme Erfolge haben, die hängen einfach ständig mit der Klarheit ab. Die beschäftigen sich nicht nur tagtäglich damit, sondern auch am Tag, die ganze Zeit. Also alles, was ihnen sozusagen am Tag über den Weg läuft, was sie erleben, das wird irgendwie auf die Klarheit bezogen. Ja? Und dadurch, dass sie so eine Routine haben, dass die ganze Zeit in einem Geist ist, nur dadurch ist es möglich, wirklich ständigen und einen grundlegenden Erfolg zu haben. Das wäre schlecht. Gelb, naja, auch nicht, oder? Andere Leute mögen vielleicht auch erfolgreich sein, aber eben nicht so grundlegend und ständig. So ist es also wie in diesem Gleichnis.
dass die Klarheit das ganze Leben einnehmen muss oder ein sozusagen wie eine Lebensbeschäftigung vereinnahmen muss, damit man so weit kommen kann. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, soll man also das Klarträumen zu seiner Lebensbeschäftigung machen? Soll das Klarträumen das Wichtigste im Leben sein? Eher nicht, oder? Also vielleicht nur bei den wenigsten Leuten. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich verdient hat, das wichtigste Thema des Lebens zu werden. Auch wenn es wirklich cool ist. Aber es gibt halt so viele andere Sachen. Man kann nicht alles aufs Klarträumen beziehen, auch wenn ich mal ein Video gemacht habe, in dem ich gesagt habe, man kann alles darauf beziehen. Aber das erkläre ich gleich noch. Viel eher wäre es noch möglich oder denkbar, dass es hier nicht um das Klarträumen geht, sondern um die Klarheit an sich. Denn die Klarheit an sich ist ein viel allgemeineres Konstrukt als ein Klartraum. Man ist ja mit der Klarheit, die Klarheit, die kann ja auf alles Mögliche bezogen werden, auf eben dann auch auf alles, was man so im Wachleben erlebt und tut. Und nicht nur auf die Träume und nicht nur auf eine bestimmte Art von Träumen. Was ist eigentlich Klarheit? Klarheit ist so allgemein, aber im Allgemeinen verstehe ich darunter, so eine Art Metaperspektive einzunehmen und sich zu besinnen auf das, was einem wirklich wichtig ist. Das heißt, die Klarheit, die beziehe ich vor allem auf den eigenen Willen, auf den inneren Antrieb, weil der ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste an dem ganzen Konzept von Klarheit im Wachleben. Also man kann, darüber werde ich noch ein anderes Video machen, in allen möglichen Situationen klar sein, ja. Klares Denken, klares Fühlen, klare Gespräche führen. Man kann halt das auch alles in einer trüben Art und Weise tun, was ja auch eine sehr viel häufigere Sache ist. Aber Lucid Living bedeutet, sein Leben auf die Klarheit auszurichten. Und man hat erst dann wirklich einen durchschlagenden Erfolg, wenn etwas einen so tief bewegt und berührt aus, also in dem ganzen inneren Herzensgrund, dass man überhaupt willens ist und in der Lage ist, so viel Zeit dafür zu investieren und sich alles und alles irgendwie darauf zu beziehen und dass man halt auch ständig an dieses Thema denkt, dass man es nicht aus den Augen verliert. Aber man kann sich natürlich auch nicht zwingen, ja. Das wäre der falsche Ansatz, zu sagen, jetzt müsst ihr also alle die Klarheit unheimlich wichtig finden und in euer Leben einbauen. Das kann nicht der Weg sein. So funktioniert das nicht. Ich brauche hier mal was anderes. So vielleicht. Auch nicht. Oder so. Oder so. Oder so? Oh mein Gott. Na, auf jeden Fall, worum es eigentlich geht bei diesem ganzen Thema Berggipfel erklimmen und auf dem Berg leben und nicht nur ab und zu mal vorbeischauen. Das ist nicht, dass man sich zu irgendwas zwingt, sondern ich glaube, die Aussage des Traums war eher, es gibt manche Dinge, oder manche Leute, die beschäftigt etwas so extrem, dass sie es aus dem ganzen Herzen tun und ihr ganzes Leben danach ausrichten. Und was immer das ist, das wird man dann erfolgreich tun, oder ja, doch, man wird es erfolgreich tun. Und vielleicht ist das die Klarheit für dich oder für verschiedene Leute, aber vielleicht ist es auch was anderes. Und dann ist es halt so. Dann ist es halt was anderes. Wichtig ist eigentlich, dass es geht darum, das zu finden, was einen so intensiv beschäftigt und packt, dass es wirklich das ganze Leben ausmachen kann. Und das ist für mich Lucid Living, weil die Klarheit ist notwendig, um herauszufinden. Ja, also das ist dieses Selbstreflektieren und sich besinnen auf die Gesamtsituation und diese Metaperspektive einzunehmen, sodass man nicht nur in dem Augenblick, in dem, was man gerade tut, drin versunken bleibt, sondern dass man immer in der Lage ist, das, was man tut,
auf die Gesamtsituation seines Lebens zu beziehen. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Pommes und Ketchup. Egal. Sollte nicht aussehen wie Pommes und Ketchup. Es muss anders aussehen. Das ist besser. Nee, es ist nicht. Ja, es ist vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Ja, und die Frage ist dann, was ist denn die Gesamtsituation deines Lebens, ne? Natürlich, also ich würde das einfach Klarheit nennen oder Lucid Living nennen, wenn man sich solche Fragen schon stellt. Aber es ist egal, was dabei rauskommt, was einen gerade intensiv beschäftigt und was einen intensiv irgendwie antreibt, das ist das, worum man sich kümmern sollte. Und um nichts anderes, nicht um irgendwelche Sachen, bei denen man sagt, das wäre eigentlich wichtig und eigentlich ist es ja was Tolles, eigentlich will ich das ja, aber eigentlich mache ich es ja auch doch nicht. Oder nur halbherzig und das bringt's dann nicht. Deshalb ist es wichtig herauszufinden, was möchte ich eigentlich auf dem tiefsten Grund meines Herzens zumindest in dieser gegenwärtigen Situation gerade oder in meiner jetzigen Situation, so die letzte Zeit oder vielleicht auch in meinem ganzen Leben. Man kann das ja so weit wie man will ausdehnen. Das ganze Leben, die jetzige Situation oder vielleicht sogar die ganze Menschheit, ja. Was würde irgendwie für die ganze Menschheit von Interesse sein? Oder sogar für alle Lebewesen, für die Existenz an sich. Also was die Metaperspektive angeht, da kann man ja immer weiter hinausgehen. Relevant für Lucid Living ist auf jeden Fall, dass man die Metaperspektive einnimmt und sich nicht durch den Strom treiben lässt, sondern sozusagen anhalten kann oder einfach sozusagen von der zweiten Perspektive gleichzeitig auf diesen Strom zu schauen und ihn auf das zu beziehen, was eben relevant ist und nicht nur auf eine Sache, sondern auf die Gesamtsituation zu beziehen. Und das muss natürlich nicht das Klarträumen dann sein, was einem furchtbar gerade wichtig ist, oder sonst irgendwie meditieren oder so. Es ist ja auch immer so der Witz an der Sache, wenn man sich sagt, meditieren ist wichtig, ich sollte mehr meditieren oder ja, Klarträumen ist doch toll, ich möchte doch mehr Klarträume haben. Oder Traumerinnerung, solche Sachen. Wenn man sich dann einfach so sagt, dann packt das einen nicht. Ne? Oder wenn es einen nicht packt, dann liegt das eben daran, dass man die Sache viel zu abstrakt betrachtet. Wieso ist denn überhaupt Klarträumen so wichtig und toll? Wieso ist denn überhaupt Meditieren und Traumerinnerung wichtig? Nur weil es jemand gesagt hat, nur weil man es selber irgendwann mal gesagt hat? Weil man jetzt so lange beim Thema dabei ist und es auch peinlich ist, wenn man so wenig Klarträume hat. Was ist eigentlich die eigene Motivation? Was ist dein Motiv, dass du jetzt sagst, das möchtest du haben heute Nacht? Und wenn man sich mit diesem Motiv mehr beschäftigt, dann kommt man auch eher daran, zu festzustellen, es geht bei der Sache doch eigentlich um mich. Um mich, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade möchte. Und wie fühle ich mich denn gerade? Wonach ist mir denn gerade? Und das muss ja auch nicht sein, dass man dann einen Klartraum will. Kann ja sein, dass ich vielleicht einfach nur schlafen will und meine Ruhe haben will. Und dann kann ich mir überlegen, was hilft denn die Klarheit? Man muss ja nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass Klarträumen an sich ein Ziel ist und dann sucht man einen Grund dafür, dass man auch motiviert ist. Sondern man kann ja auch erstmal einfach hinterfragen, ob es überhaupt notwendig ist. Vielleicht kann das Klarträumen bei irgendwas helfen. Ja. Vielleicht auch nicht. Und was mich am meisten motiviert, ist, wenn ich mich frage, was ist das eigentliche Ziel, was ich mit der Klarheit hoffe zu erreichen? Und wenn ich dann nur an dieses Ziel denke und nicht an die Klarheit an sich, wenn ich daran denke, wie die Klarheit es schafft, mir dieses Ziel zu verschaffen, dann habe ich auch eher Träume, die in die Richtung gehen. Dann kann es ein Klartraum sein. Aber es kann auch ein Trübtraum sein. Es ist egal. Weil es kommt dann einfach nur darauf an, dass ich das, was ich möchte, mich damit beschäftige. Und es kann auch sein, dass ich gar nicht träume. Also wenn ich wach bin, kann ich mich auch damit beschäftigen. Und das ist eben Lucid Living. Das ist
der Zustand, wenn man in dem Gebirge zu Hause ist und alles an dem Gebirge interessant oder wichtig findet, weil das Gebirge, das ist dein eigenes Leben. Und das ist nicht irgendwie nur das, nur der Gipfel. Der Gipfel gehört auch dazu, aber es ist halt, auch wenn man ganz am Anfang steht, wenn man noch gar nicht so genau weiß, was man eigentlich wirklich im tiefsten Innern möchte, dann ist es eben auch dieses Erkunden des Gebirges, dann ist das einfach das, was einen im Moment interessiert. Und das kann man dann schon haben, wenn man einfach nur feststellt, wenn man feststellt, was einen gerade beschäftigt. Kann ich jetzt nur zwischen zwei Farben wechseln? Anscheinend. Wenn man merkt, warum man denn irgendwie im Moment nicht so viel Lust hat auf Klarträume oder auf die Sachen, die mit Klarträumen zusammenhängen, auf die ganzen Techniken und Beschäftigung, wenn man merkt, was einen davon ablenkt und was es eigentlich ist, das einen irgendwie eher anzieht, wenn man merkt, dass es ein Unterschied ist, eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was man denkt, was man will, und dem, was man tatsächlich tut. Und wenn man dann merkt, was eigentlich dahinter steht, warum man das tut, was die Impulse verursacht. Ne, und dann sich einfach dafür einsetzen, was einem wichtig ist. Und das kann halt auch sein, ja, ich möchte vielleicht einfach mal nichts tun. Es muss ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit rummeditieren muss. Wieso denn? Ich kann ja einfach mal nichts tun. Und dann ist das auch gut, wenn ich das jetzt einfach möchte. Und es kann ja auch sein, dass das Nichtstun oder das stundenlang ein Computerspiel spielen einfach gerade das ist, was ich am ehesten mit voller Begeisterung und mit vollem Willen tun kann. Und wenn es das so ist, dann mache ich das. Und irgendwann werde ich dann vielleicht schon merken, dass mein Rücken wehtut und dass ich vielleicht gerne doch Lust hätte auf irgendwelche körperliche Betätigung oder dass ich gerne Lust hätte, mit Leuten zu reden oder sowas. Dann merke ich das ja irgendwie selbst, wenn ich in diesem Metabewusstsein drin bleibe und alles auf die Gesamtsituation beziehe, wenn ich auf mein Gefühl höre. Wenn ich das Gefühl nicht ausschalte und ignoriere, dann werde ich von allein irgendwann aufhören mit dem Scheiß, wenn es zu viel wird. Aber vielleicht ist es dann auch so, dass ich ja merke, ja, okay, ich tue jetzt nichts und es ist eigentlich toll. Und ich bin ruhig und ich betrachte einfach nur die Umgebung und meine Wahrnehmung. Und es ist eigentlich cool. Was will ich denn mit irgendwelchen Rummeditieren, mit irgendwelchen spirituellen Fortschritten oder mit irgendwelchen Klartraumfortschritten? Ich will auch eigentlich nur meine Ruhe haben und rumsitzen. Und dann merke ich, das ist ja eigentlich Meditation. Nur ich verstehe die Meditation dann halt anders. Das ist ja eigentlich spiritueller Fortschritt. Und ich möchte einfach nur mich gut fühlen und vielleicht fühle ich mich nicht ganz so heil oder nicht ganz so vollständig und ich möchte verstehen lernen, wer ich bin und warum ich mich so fühle und so. Und das ist doch eigentlich spiritueller Fortschritt und das ist doch eigentlich genau das, ne? Nur jetzt verstehe ich das anders als vorher, wo ich dann nur gesagt habe, ja, ich muss diese Übung machen, weil das ist doch eigentlich wichtig. Das haben doch irgendwelche Leute gesagt und man sieht doch, dass die eigentlich glücklich sind. Und ich bin doch eigentlich ein spirituell interessierter Mensch, da muss ich doch die Zeit für sowas haben und so. Das ist ein völlig anderer Ansatz, als wenn ich einfach nur auf mein Gefühl höre und das Gefühl sagt mir, ich will meine Ruhe und das ist. Und dass ich dann erst später merke, ja, das ist ja eigentlich Meditation. Oder wenn dann Gedanken kommen und ich doch nicht ganz ruhig bin, ja, dann beschäftige ich mich halt mit den Gedanken. Vielleicht haben die mir ja irgendwas Relevantes zu sagen. Und dann, ja, dann komme ich dadurch weiter. Dann ist das Klarheit. Der Punkt ist, das, worum es geht, ist, auf sein Gefühl zu achten und darauf zu achten, was die Gesamtsituation meines Lebens ist und was ich eigentlich möchte. Und das kann man dann mit vollem Einsatz verfolgen. Jeder hat einen anderen Berg.
Es gibt nicht diesen einen Berg der Klarheit und die einen sind weiter als die anderen und man schaut dann verächtlich hinab oder sehnsüchtig und zerknirscht nach oben, weil die anderen ja schon so viel weiter sind als man selbst. Es gibt für jeden eigenen Berg, das hatte ich ja auch im anderen Video schon angesprochen, jeder hat sein eigenes Leben. Und die eigenen Umstände und die eigenen Sachen, die gerade wichtig sind. Und auch die eigene Herkunft, also das sind so die eigenen ja, Fallstricke auf diesen Bergen, die es da so gibt, die eigenen Tücken, die es da so gibt. Und man kann sich damit auseinandersetzen, lernen und kennenlernen. Ich kann dich immer malen. Doch. So, und was das jetzt bedeutet, man hat nicht nur den Gipfel, sozusagen, der einem Erfolg bereitet oder Erfolg verspricht. Es ist nicht nur, wenn man einen Klartraum hat, dann hat man jetzt einen Erfolg, was die Klarträumerei angeht oder was die Klarheit angeht, sondern man hat immer einen Erfolg, wenn man sich auf seinem Berg begibt und den Berg auch nur anschaut und ihn irgendwie erforscht und kennenlernt. Und egal, wo man das macht, das heißt, egal in welchem geistigen Zustand ist, egal, ob man jetzt gerade träumt oder wach ist, wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem Berg, mit dem eigenen Leben, dann ist es egal, wo man gerade ist. Man hat einen Erfolg. Weil die Beschäftigung damit selbst schon ein Erfolg ist. Ne, und wenn man jetzt zum Beispiel Klarheit möchte, also Bewusstsein über irgendwelche bestimmten Zustände, wenn man das kennenlernen möchte, dann ist es ein Erfolg, wenn ich Hypnagogien bewusst erleben kann oder wenn ich meine Gedanken bewusst beobachten kann oder wenn ich bewusst ein Gespräch nachverfolge. Das alles kann Erfolg sein. Ne, oder wenn mein Ziel, warum, also ich habe ja vorhin gefragt, warum möchte ich eigentlich überhaupt klar träumen und wenn dann mein Ziel zum Beispiel ist, seelische Heilung herbeizuführen, dann kann ich mich ja immer damit beschäftigen. Dann habe ich genug Motivation, mich im Schlaf damit zu beschäftigen, wie im Wachen. Und es ist mir auch egal, ob ich einen Klartraum habe. Wenn ich mich viel damit beschäftige, dann träume ich irgendwann auch davon. Und dann sind die Träume irgendwann, deute ich die Träume und frage mich, was das mit meinem Thema zu tun hat. Und dann komme ich vielleicht mit dem Thema irgendwie weiter. Ja, und auch alles sonst, was ich in meinem Leben tue, kann ich dann auf das Thema beziehen. Und so beschäftige mich das Thema ständig. Und so werde ich natürlich auch mehr Klarträume haben, wenn ich das Thema mit Klarheit verbinde. Ja, und jetzt könnt ihr mir noch ein bisschen zugucken, wie ich das Bild fertig male, denn ich habe für diese Folge glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ich werde in der nächsten Folge dann noch mehr erzählen über Lucid Living, über die verschiedenen Situationen, in denen man Luzidität haben kann, in denen man klar sein kann. Und ich werde auch ein bisschen erklären, warum ich das immer Lucid Living nenne. Und bis dahin wünsche ich euch einfach viel Klarheit und viel innere Connection. Bis dahin und ich male jetzt noch fertig. Ciao.